Kollege Wasser ist sehr gern. Und wir werden heute begleitet von unserer älteren Dame, der Sandra. Wir sind hier bei den kalifornischen Seelöwen. Der kalifornische Seelöwe kommt, wie der Name schon sagt, unter anderem an den Küstengebieten Kaliforniens vor, genau genommen an den Nord- und mittelamerikanischen Westküsten. Er lebt dort im Harvest sind nichts anderes als größere Gruppen bestehend aus mehreren Weibchen und einem dominanten Männchen, welches Weibchen und ein Gebiet streng zwei weiteren Seelöwen da, mit der Lucia und mit der Conny. Die beiden sind aber gerade aufgrund von Jungtieren drin und versorgen aktuell noch ihre Jungtiere und werden deshalb heute nicht teilnehmen, sondern nur die Sandra. Ja, das vierte Gebiet der Gruppe, das ist die Aileen. Die Aileen ist eine Handaufzucht vom letzten Jahr, die ist aber auch aktuell auch verletzungsbedingt drin. Und der Chef der Gruppe, das ist das sanfte Stückchen, das Sie da die ganze Zeit schauen, das ist der Enzo, der gerade etwas hat auch. Ja, mit den Seelen, das ist, was mein Kollege die ganze Zeit schon macht. Und das Training, das müssen wir mit den Tieren machen, da Robben sehr intelligente Tiere sind, die stetig körperlich und geistig gefordert und gefördert werden möchten. Dieses Training. Ein anderer Punkt des Trainings, das ist das tiermedizinische Training. Das wir mal kurz erklären und auch zeigen müssen an der Sandra. Ja, das tiermedizinische Training, das hat natürlich einen Hintergrund. Wir wollen so nah wie möglich an das Tier ran, eben um den Körper abpassen zu können, um so nah wie möglich Kontakt aufzubauen. Das Abtasten des Körpers, das ist ein wichtiger Punkt dieses Trainings. Auch die Kontrolle von beispielsweise den Flippern oder auch die Zahnkontrolle oder was man zum Beispiel noch machen kann, die Augenkontrolle sind wichtige Punkte dieses tiermedizinischen Trainings. Bei Robben ist es so, dass man Krankheiten auch in manchen Fällen durch die Farbe der Blutsteinhaut erkennen kann. Ein zweiter Punkt des Trainings, das ist das sogenannte Beschäftigungstraining. Dieses Training, das machen wir eben mit den Tieren, die ich noch im Bereich erwähnt hatte, um Langeweile gar nicht erst aufkommen zu lassen. Tieren damit, wenn sie uns die Gegenstände weg, anstatt zu fressen, bekommen sie dafür eine Belohnung in Form von Fisch. Das ist für die Tiere natürlich nicht besser. Ja, auch das Ballabortieren klappt. Das kennen die Robben besonders gut, weil man kann ja äußerlich sehen, die Sandra, die hat wie alle anderen Robben Barthaare und diese Barthaare, die nennen wir in der Fachsprache Fibrissen. Und mit diesen Fibrissen können Robben quasi auch sehen. Sie können nämlich diese Fibrissen auch nach vorne stellen, um damit besser Gegenstände zu ertasten. Und auch im Trübwasser können die Robben sehen. Training, was machen
wir natürlich Kontakt zu den Tieren aufbauen wollen. Wie ich vorhin schon gesagt habe, das ist ein natürliches Training, das machen wir eben aus dem Grund, um beispielsweise Narkosen vermeiden zu müssen, die immer viel Stress sind für beide Teile, für den Pfleger und für die Tiere. Und weil wir halt, wie gesagt, einen engen Kontakt zu den Robben aufbauen wollen. Denn gerade für Training ist es besonders wichtig, dass wir enges Vertrauen zu den Tieren haben und die Tiere auch uns so gut wie möglich vertrauen. Um dieses Vertrauen aufzubauen, da beginnt man quasi schon, so, wenn die Tiere noch jung sind und sich von der Mutter entwöhnen. Man beginnt mit dem Training bzw. damit das Tier bei die Hand zu holen. Das ist ein sogenanntes Target. Das Target ist das erste, was das Tier quasi im Training sieht. Es ist ein sogenannter verlängerter Arm von uns. Wir versuchen das Tier als allererstes mit der Schnauze an der Kugel hier vorne zu stationieren. Und sobald das Tier mit der Schnauze rankommt, ertönt ein Pfiff aus der Pfeife. Und das Tier baut nach einer Weile die Kette damit auf, dass wenn es hier ankommt, ertönt der Pfiff und es gibt dafür eine positive Bestärkung in Form von Fisch. Wenn wir das Tier so weit haben, dass es das verstanden hat, dann werden die Abschnitte bis zu einem Tages mal kürzer. Wir haben davon mehrere Größen, bis das Tages dann nur eine kleine Größe hat. Ja, und irgendwann lassen wir das Target dann komplett weg und das Tier berührt den Trainer direkt an der Hand. Und so haben wir quasi die Grundschule des Trainings abgeschlossen. Ja, wenn wir dann soweit sind, dann beginnen wir quasi mit der Oberschule des Trainings. Dort lernen die Tiere das, was man hier die ganze Zeit schon bei der Sandra sieht. Nun ist es aber so, dass natürlich die Robben auch bzw. gerade Vögel auch ein bisschen selber was von Natur aus können. Denn die Sandra hat und andere Seelen haben in freier Wildbahn natürlich auch Feinde. Die Sandra hat gerade eben schon gezeigt, welcher einer dieser Feinde ist. Ich zeige es mal eben nochmal. Einfach mal rein, wer denkt denn, was ist denn der Feind des Seelöwens? Hai! Richtig, der Hai. Also der weiße Hai, das ist ein großer Feind des Seelöwens, aber auch die Orcas zählen zu den natürlichen Feinden. Um sich halt vor diesen Tieren schützen zu können, beziehungsweise beim Flüchten bessere Chancen zu haben, können die Seelen von Natur aus diese Sprünge eben besser auszuweichen und die Tiere zu verwirren. Wir verfeinern die Sprünge dann quasi noch ein bisschen. Wir bringen die quasi bei Vorwärtsrollen, Rückwärtsrollen oder auch Schraubensprünge. Und all das können Seelöwen in der Regel relativ schnell lernen. Die Sandra, die ist unser Arbeitstier, die kann mittlerweile mehr als 80 Tricks und ist auch schon sehr lange beim Training dabei und ist deshalb sehr, sehr erfahren. Je nachdem, wie wir es uns denken,
und die Tiere halt nie wirklich wissen, was der eigentliche Ablauf ist und so auch die Langeweile nicht aufgeschaltet. Ja, und vorher haben die Tiere natürlich die Sandra und der Seelöwe, die gehören zu den der vorhin schon bei den Seelöwenfütterungen war oder bei den Seebären, der hat uns schon mitbekommen, da hatten wir erzählt, dass es bei uns haben, die Hundsrobben zu dem beispielsweise der Seelöwe gehört oder die Hundsrobben zu dem der Seelöwe gehört und ja, da gibt es halt drei wesentliche Merkmale, wovon das eine Merkmal die Bewegung im Wasser ist. So, und jetzt möchte ich einmal die Person hinter der Glasscheibe da, beziehungsweise vorwarnen, weil die Sandra wird gleich ins Wasser springen, gefolgt von meinen Kollegen. Und ich bitte sie alle, elektrische Geräte wegzupacken, oder wenn sie nicht nass werden sollen, dann haben sie jetzt noch ein paar Sekunden Zeit zu flüchten, weil ich kann nicht versprechen, dass sie gleich etwas nass werden. Ha ha ha!